Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Es ist Montag, du weißt, was das heißt. Bearlock, ja. Also auf Anfang vom Bearlock. Die erste Woche vom Release von Crown's Zenith haben wir hinter uns. Ich war für meinen Geschmack, ich hatte gedacht, es kommen mehr, aber Laufkundschaft. Aber wir hatten auch genug Leute, die einfach mal gekommen sind und gesagt haben, ich hätte gern a Case, was dann gut war. Wir hatten am Sonntag die Yugi Regionals. War leider nicht da, aber hab gehört, war gut was los an Stimmung. Bisschen an Stimmung. Fast 200 Leute. Ja, so. War ein bisschen was los. Ja, aber der Daniel und Daniel kommen heute noch ein Ticket später. Die Jungs hatten ja gestern vor euch schon Crown Zenith Singles aufgemacht auf Twitch. Naja, auf YouTube diesmal. Heute am Montag, machen sie auch nochmal vor euch auf. Jo. Bearlock Nummer 32? Yep. War schon gut. Viel Spaß. Hier, Dominik, hier geht's ab. Aber jetzt sind alle da. Ja, ja. Naja, andere Hunde müssen in der Wald zum Rennen. Wenn gekämpft wird, dann kann die auch dann hier mit Hunde gekämpft. Ja. Ja, ich weiß, das macht dich ganz nervös. Aber langsam. Aber es geht ja immer gleich wieder weg, ne? Ich guck kurz und dann verzieht sich. Darf ich Amos bringen? Boah, der Henry ist aber groß geworden, ne? Ja, Henry der mutiert groß, irgendwie, Henry ist groß Gefühl. Geworden. Der ist ein Kreuz von Dennis. Aber du siehst ja schon, wo die Zunge hängt, ne? So. Auf Fall 6. Die Zunge hängt, aber ich würde ja kaputt machen. Was machst du eigentlich? wenn wir der Meinung sind, dass Tagesfenster so ein Kreuz hat, dann dürfen wir Ecke sind, dass wir bleiben. Oh je, Gizmo. Oh, du bist der Beste. Voll nett hier. Yes. Ich wollte eigentlich nur mich kurz melden, weil ich sagen wollte, Nudeln kann man essen kalt und Nudeln kann man essen. Ich guck mit Lucy immer sonntags den Vlog und weil ich das so oft im Vlog schon gesagt habe, dass sie das sogar schon tagsüber sagt. So, ich komme nach Hause von der Arbeit und ich frage sie so zum Beispiel, ja, was kochen wir? Nudeln kann man essen warm, Nudeln kann man essen kalt. Ich hasse euch beide. Das ist unsere Tradition. Jeden Sonntag gucken wir den Vlog zusammen. Auf der Couch, immer. Wie fandet ihr den letzten? Ich fand den letzten toll, weil es wieder Zahlen gab. Lucy hat auch nur geguckt, Dominik ist so ein Arsch. Ey, der Ramon fand es auch witzig. Der Ramon findet es ja auch mega witzig, aber sie dachte sich auch so, macht der Dominik das extra, dass er den immer ärgert? Und ich so, nee, das ist schon gewollt. Das ist schon gewollt. Oh. Na, also, es ist ja oft so, dass du manchmal deine Sache. Du denkst dir, krass, ey, so gut ist das, das muss gar nicht wollen, irgendjemand anderes hat. Nicht gut. Die Vanni hat mir gestern was geschickt. Guck mal, seid ihr zufrieden? Habe ich geschrieben. Ich glaube, die Sprachnachricht war. Ich habe ihr dann ewig lange Sprachnachricht geschickt, wie unzufrieden ich eigentlich bin und dass es völliger Quatsch ist. Es gefällt mir gar nicht. Ich finde es total schlecht. War einfach nur gelobt. Also, wie nett von dir. Ja. Also stress dich bitte noch ein bisschen weiter, das kann mir nicht okay. Sorgen, aber so schlecht ist das. Ohne Quatsch, ja. Ey. Wirklich, also geht du fast den Bildschirm kaputt. Also stress dich bitte und sei unzufrieden damit. Schlimm, schlimm, schlimm. Shame on you. Und, aber die Vanni macht was und du denkst dir, krass. Wie? Also, ich zeig's euch jetzt hier noch nicht, aber... Das wird gut. Jo, das wird cool. Für alle die wissen ich hab, wollen. Ich habe auf WhatsApp immer nur so die Zwischensteps gesehen. Ich habe das finale Ergebnis noch nicht gesehen. Ja, es kommt noch Verses dazwischen. Für alle, die jetzt wissen wollen, über was wir reden.
falls ihr den Daniel oder mich bei WhatsApp und Instagram habt, checkt mal unser Profilbild, das ist so ein kleiner Spoiler, weil sie hat es nochmal als Profilbild rausgeschnitten für jeden. Okay. Ich bin der Hardbock und mehr sieht. Hast du gesehen, ich habe Sharingan und Rinnegan. Das habe ich nicht gesehen. Muss mal, ich guck's mir später mal an. Ah ja, Mann, das riecht gut. Das ist richtig gut. Das wird auch geil. Bloß der Daniel ist jetzt heute krank. Dem geht's gar nicht gut. Ich denke, dass das, also klingt für mich nach einer heftigen Migräne. Hoffen wir mal, dass es besser wird wieder und dann müssen wir Zeit am nächsten Woche machen. Immerhin. Aber warte ab. Video letzte Woche mit dem Frisbee-Wurf hat mich getriggert. Es gibt bald Mini-Games-Battles. Aber ich wollte sagen, mit Bestrafung. Welche, wo du sagst, du forderst jemand raus für sowas, wer zuerst halt trifft. Und ein Verlierer muss dann, keine Ahnung, ja, ich bitte vor, dass wir so, Kenny, wie so Olympiade machen, dann den ganzen Tag. Wir machen einen Sonntag aus, wo von uns ein paar Bock haben. Überlegen uns ein paar Minispiele vor und dann filmen wir das krass. Na klar, kriegen wir das nicht so krass animiert wie die, die sich dann noch bestanden, ne? Aber dann gibt's irgendwas. Okay, das sieht gut perfekt an, glaube ich. Ich kenne dich schon. Wir haben gestern schon zusammen geguckt. Ja. Wir haben gestern schon zusammen geguckt, was das ist. Also, also, ne? Das sieht nicht geil aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie. Und das ist gut, dass du das jetzt bemerkt hast, ist sehr gut. Das bedeutet, du schenkst dem Teil des Regals jetzt Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe. Haben wir das aber. L-O-V-E. Wenn es doppelt ist, kann man es nicht machen. Wir haben. Es wird mehr, wir brauchen mehr Platz. Problem ist, wie kriegen wir den Ramon dazu? Wir brauchen mehr Platz! Mehr Platz! So, Quizfrage, das halten wir live fest. Ja. Wer ist das? Der von Spider-Man, der ist immer da, der heißt Finde. Das ist okay, so heißt er. Der Marvel. Der von Spider. Der Marvel, was? Von Marvel. Von Marvel. Marvel ist bestimmt so groß und die sind alle gehört. Was ist der von Marvel? Der ist gefühlt immer dabei. Was hat dieser Mensch gemacht? Der hat es gedreht. Marvel erfunden. Ja. Komm, ein bisschen. Der hat. Come on. Was hat dieser Mensch gemacht? Ja, Stan Lee. Ja. Der ist immer in den Marvel-Filmen drin als Fußgänger und man sieht ihn nicht. Ja. Der hat erfunden. Der hat es erfunden. Ja, immer. Ist da vorne jemand? Nico, bist du das da vorne? Nein. Was hat Stan Lee gemacht? Wer ist Stan Lee, bitte? Der Erfinder von Marvel. Ah, das ist der Marvel. Ah, ja, es ist der Erfinder von Marvel. Halten wir zu fest. Mann, Alter. Der hat, also, das ist einer, der hat die meisten oder viele von den besten Charaktere von Marvel erfunden. Nicht Marvel an sich, sondern ist der Zeichner von Spider-Man zum Beispiel. Darum ist der immer. Ne? Ja. Und von, ist. Einer der ersten großen Comiczeichner, die wir überhaupt hatten. Und ja, Spider-Man ist einer seiner größten Erfolge, darum macht er immer so. Aber der Erfinder von Marvel, das wäre wie wenn du sagst, der Ramon bringt jetzt irgendein Programm auf den Markt und sagt, das ist der Erfinder der Programme. Das ist halt Quatsch. Na, hat er das Programm erfunden und nicht der Erfinder der Programme. Was willst du wissen, was ich erfunden habe? Ja. Ja, das ist wie. Ich habe schon Sachen erfunden, du gab's noch gar keine Sache. Ja, das ist wie Steve Jobs ist einer der Erfinder von Apple. Das ist doch. Also wenn, dann ist er ein Gründer. Gründer von Marvel war er bestimmt mit. Das hätte ich als Ziegel, aber was ist denn der Erfinder? Also, der Dr. Brown von... Ich habe den Battleman erfunden. Genau, das ist gut. Also. Ungegründet dann. Da bin ich Stan Lee, ne? Warte mal, ne. Du bist der Stan Lee des Battle Bears, doch. Ich bin der Stan Lee des Battle Bears. Und bin ich dann dein Spider-Man, weil du mich gemacht hast. Guck dich doch mal an. Du bist ja dick für Spider-Man. Venom, okay. Oder? Ne, Venom, doch, ist lustig. Doch, ich finde Venom sauwitzig. Er zeigt mir den mit dem Finger. Das kann er gut. Hast du deine Finger eigentlich? Ich finde, Daniel, deine Finger nutzt er oft im Moment. Das ist E.T. nach Hause telefonieren. Wenn du da hinten an der Wand bist, wo der Dennis steht, siehst du ganz unten so Funkos. Und da kannst du die Funko-Lage reinmachen. Ah. Das habe ich mit da und da gemeint. Aber ich finde deine Funko. Nutzt er oft. Das ist. Hast du denn übrigens gesehen? Ja. Also diesen Gericht, aber kann, wenn Leute von Funko Europe zugucken, kann es die T-Shirt, also das Package könnte ein bisschen größer sein und dann würde das T-Shirt an mir passen, was da reingehen wird. Ja. Ne, weil das ist richtig fett, ne? Der ist so ein bisschen
glänzend, metallic und das T-Shirt ist halt wirklich ein geiles Freezer-T-Shirt. Aber es werden halt nur, werden halt nur Kevins und Dominics passen. Freezer. Ah, ich hab Freestyle. Yo, so Freestyle-T-Shirt. Geh du noch mit deinem Finger, bis ich Finger mache. Haben wir noch andere Avatar-Funkos? Also nur vom Airbein, da haben wir nur das. Das sieht ja richtig geil aus. Aber vom anderen Avatar. Hör mal, Turuk Maktu. Ja, diesen. Das ist guter Avatar. Ah ja, kannst du mir den gerade geben mit dem. Hast du was gegen. Ja, genau. Pandora magst du nicht? Nicht berücksichtigt. Das ist besser. Das ist ein anderer Avatar. Das ist ein Avatar, weil er. Jetzt werde ich gefilmt, wie ich filme. Das ist ein Avatar, weil er Avatar ist. Weißt du, weil er nutzt den als Körper als Avatar. Und das ist der Avatar, weil er Avatar ist. Denn ist der Erbbändiger. Ich habe beide gesehen, das ist mir bewusst. Und hat irgendjemand deine Cutie Kurama schon gesehen? Oh, das ist ja süß. Pack den gibt's, aus. Gibt's denen alle? Also ich habe jetzt nur deine gesehen, weil alle wäre ja cool. Pack den mal aus. Das wäre halt nicht dein Sketch, kennst du als Ding verkaufen, weil der ist halt echt Cutie. Sag mal. Frage ist, hat er Halsband oder ist das die Leine? Oder was haben sie da um den Hals gebunden, Alter? Das hab ich so fest gemacht, dass er nicht raushalten kann. Echt? In der Verpackung wird was fest gemacht, dass er noch... Ja, stell dir vor! Stell dir vor! Ja, die Frage ist halt... Oh. Der ist schon süß. Aber es gab nur den, weil die anderen wären halt super, ne? Kennst du Arbeiter als Set, aber... Ich hab den jetzt nur aufgemacht, weil ich einen Eimer käuflich erwerb und den möchte ich mir so... Denn mit Sekundenkleber setzt mir den auf die Schulter. Ich mach Umfrage, ja? Ich wurde früher in der Schule nicht gemobbt, aber ich wurde dumm angemacht, weil ich Erdnussbutter Marmeladenbrote mitgebracht habe. Ja, PB&J, Peanut Butter and Jelly. Fellow American, der hat Ahnung, der weiß, dass es lecker ist. Aber können wir jetzt mal drüber reden, wie gottlos es ist, wenn sich Leute Butter unter die Nutella schmieren. Erst Butter aufs Brot. Und dann ich mein, in die Kommentare bitte, ob ihr verstehen? Butter mit Marmelade. Das kann ich verstehen. Finde ich auch noch okay. Nein. Ja, Peanut Butter Jelly ist sowieso lecker. Aber Leute, die unter die Nutella noch Butter. Kann ich das kurz auf die Kamera halten? Wie? Natürlich, du musst Butter unter die Nutella, Alter. Aber Daumen dick. Beim Schmieren muss die Nutella so über die Butter rutschen. Und ich wollte schon sagen, das ist top-notch healthy. Ich finde es so ekelhaft. Mit Erdbeerschmier. Pfannkuchen mit Erdbeerschmier und die Erdbeerschmier Daumen dick. Ja, ich würde euch jetzt eigentlich noch die Perspektive aus der GoPro von Ramon zeigen, aber alle Clips haben keinen Ton. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Anscheinend war das Mikro nicht richtig angestöpselt. Nächstes Mal funktioniert es besser. Was? Gut, also er ist schon größer, ne? Aber es ist ja kein großer Unterschied. Und er macht so, ich sehe dich nicht. Die Nase geht aber nicht dir. So, ich sehe dich nicht. So, da ist so viel Platz, so viel Unterschied ist da. Action. Wussten Sie schon, dass Nudelprodukte warm und Nudelprodukte auch kalt gegessen werden können? Was machen wir jetzt eigentlich? Wir gehen jetzt in Rave. Und Hashtag Werbung, aber keine Werbung, weil Namensnennung. Wir gehen jetzt Energie kaufen und Sucuk. Weil wir haben hinten noch den Panini-Grill von der Regional. Und wir haben ungefähr noch 800 so Panini-Brote. Bedeutet, die ganze Woche schon, ach Gott, sind die süß. Die ganze Woche tun wir schon nichts anderes essen, als immer uns frische Paninis hinten einfach zu machen. Aber uns ist der Belag ausgegangen. Ja, oder? Also, Costa Quanta, wir haben Brot, kaufen noch Belag, Sandwich. Streukäse? Ja, Streukäse. Wollen wir dann aber Cheddar nehmen? Pink haben wir schon. Weiß? Haben wir das Lila? Ne? Ja. Nein. Ja. Was ist grün? Die Mission war semi-erfolgreich. Wir hatten gar nicht so viel. Das war das Problem. Und die Jungs tun es jetzt transportieren. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas runterfällt. So, hier ist jetzt so eine Kurve, es geht nach unten. Langsam. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück.
wenn den Joke verstanden hat. Hat das jetzt einen Bildschirm auf beiden Seiten? Ja. GoPro, sind wir lieb geworden. Ein bisschen zu viel Geld in dein Equipment reingesteckt. Auf meinem Stirn könnte man Fußball spielen. U18. Nationalmannschaft. Yes. Halt. Nee, genau. Können wir eigentlich ganz kurz jetzt vor der Kamera drüber sprechen, und das ist keine Böse, aber wie stolz macht's dich, ja? Dass dein Sohn Lukas The Wu-Tang Clan nicht kennt, aber als ich das Intro von Bibi und Tina ausstimme, er an der Kamera steht und es lautstark mitsingen kann. Soll er mal Mo die Onkels drauf machen? Ja, ich hoffe, dass er die auch kann. Wenn er die, ne? Aber das war krass. Ist das so? Kann der das? Warte, ich geh mal vor. Das war ganz toll, aber es konnte auf Emo jede. Die Memento, die kann er ganz gut. Ja. Okay, Moment. Die Memento ist aber halt der Ende. Wir sind unterwegs. Und? Lukas! Direkt aus der bist du das, der Lukas? Ja. Wie ist das mit Bibi und Tina? Was soll ich jetzt machen? Singen. Es ist, wie geht es los? Es sind Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina, sie reiten im Wind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind, ist der Graben mal zu breit für sie, keine Schwierigkeit. Hex, Hex, Bling, Bling, Bibi und Tina, Sabrina ist gerne Wiener. Wow. Also, hervorragende Leistung. Und ich bin der Bruno, ich bin der Kameramann. Da ist der eigentliche Kameramann, der macht gerade gar nichts. Ich mache ein Origami-Herz. Aber ich krieg's nicht hin. In meiner Handyhülle, das sieht besser aus. Okay, gut. Ja, das sieht nach was aus. Ja, aber ich krieg das hier nicht so. Können wir mal ganz kurz professionell sein? Vielen Dank fürs Gucken des Vlogs 30, 32, 31, 32. 32. Sehr professionell, sogar, danke. Sogar ich wusste das. Einmal mit Profi. Und schaltet nächste Woche wieder rein. Wenn es wieder heißt, die Verrückten aus dem Bär. Und schöne Faltkunst. Und einen schönen Sonntagabend wünschen wir euch allen. Hat der OBB was zu sagen? Kann das sein, dass ich jetzt die ganze Zeit nicht gefilmt habe? Das ist ein guter Katz. Wir sehen uns nächste Woche.